Hi Leute und willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir sind dabei, ihn jetzt zu tragen. Na komm. Er sollte doch hier sein! Ich ruf ihn an! Tilly, wo bist du? Ich komm nicht rein. Hier geht's heißer zu als an den Eiern des Teufels. Wir haben Alejandro. Er ist sehr verletzt. Okay, okay. Wir treffen uns am Funktor. Verstanden. Was passiert hier gerade? Ich dachte, sie wollten uns decken. Ja, okay, hat so mal überhaupt nicht funktioniert. Sie muss sich jetzt doch wieder angreifen. Oder auch nicht. Gut. Kannst du bitte den Weg frei machen? Meine Güte, warum muss ich das mal machen? Okay. Macht sie auch was? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ach, wir wollen eine Munition, wenn wir das machen. Gib mir Deckung! So. Sind wir überhaupt richtig? Wow. Camilla. Ja, kleiner Hund, tu was. Schön. Ring angebissen? Oh nein, ist der Panzer. Auf Leute. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt aber schnell raus hier! Ja, komm, mach hin, schnell! Hau dir ab, Heldin! Los, Fili, los! Na toll. Jetzt ist Papa tot, aber. Oh. Dale, Fili, schneller! Kämpfer, der läuft weg. Wir machen beides am besten weg. Wow. Wo sind noch mehr? Seh sie! Ich glaube, ich nur eine Pistole. Ah, ich darf auch wechseln. Na toll. Na toll. Ah, shit. Das war natürlich doof jetzt. Er hat es nicht geschafft, ja. Habe ich immer noch eine Pistole? Ich dachte, ich müsste jetzt mit der Pistole mich die ganze Zeit verteidigen, aber nö. So, hier, komm. Scheißkiste! Viel hat die Kiste aber echt nicht zu bieten. Kommt noch mehr! Seh sie! Ja. Warum hängt der so blöd an uns fest? Vielleicht soll ich mich ducken. Hä?
Komm jetzt direkt da dran her. Was ist da passiert? Wo ist Carlo? Er hat es nicht geschafft. Ja, er ist draufgegangen. Leider nicht. Was? Was? Bleib bei mir, Randall. Bleib bei mir. No. Ah, get up. Look right up. Jetzt schon. Yo! Yo! Geil. Eigentlich habe ich so einen Rucksack dabei. Jetzt hätten wir, glaube ich, ein richtiges Problem. Puh. Was ist das denn? Oh nein. Oh nein. Wir kriegen Besuch. Noch einer? Ernsthaft? Oh nein, noch einer. Heil mich mal. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Ja, ich bin gleich tot. Oh, wir haben den Piloten. Sehr nice. So, gut, dass wir uns geil haben. Wir sind jetzt ganz schön am Arsch. Wir kriegen Verstärkung aus dem Lager. Los, komm schon. Heilung. Danke. Haben wir es geschafft? Ja, haben wir es geschafft. Was zum Teufel war los, Danny? Du solltest uns Deckung geben. Das Gewehr hat geklemmt. Miguel hat mir eine defekte Waffe gegeben. Verdammt! Ich wusste, dass man diesem Stück Scheiße nicht trauen kann. Die wussten, dass wir kommen. Das ganze Ding war eine Falle. Binga! So. Bleib bei mir, Hermanito. Dale! Atmet er noch? Kein Puls mehr. Halt durch, Randro. Willi! Gib mir eine Minute. Was du auch denkst, Camila, lass es. Wieso war es nicht dein Bruder? Wir wissen, dass er ein scheiß Verräter ist. Und was ist mit Willi? Der kennt sich mit Sprengstoff aus. Dein Papa hast du gerettet, aber an mich hast du nicht gedacht. Mich hast du in dem beschissenen Lager zum Sterben zurückgelassen. Willi, wir verlieren ihn! Du denkst, dein Papa hat es schwer? Stell dir vor, was José einem Mann antun kann, wenn er die Zeit hat. Zurück, Heldin! Ich hätte das ganze beschissene Lager verraten können, hab ich aber nicht. Verfickte Monteros. Wir sind alle tot, Camila. Castillo hat schon gewonnen. Jawohl. Er atmet! Espada! Der Drecksack, ey. Gerade ist gerettet und dann verrät er uns. Wow. Steh ganz ruhig. Ein Löwe kommt zur Ruhe, bevor er tötet. Sieh, Papa.
Schieß mich! Ah, que bien, Onkel. Inzwischen weißt du ja von unserem großen Sieg im Westen. Carlos Montero ist tot. Seine Guerrieros sind auf der Flucht. Die Tabakfelder sind sicher. Feuer! Komm, hier, da gib mir das. Bien! Bien! Dein Cousin will gelobt werden, Diego. Hätte ich es gewusst, hätte ich ihm gesagt, dass die Wurzeln der Monteros sehr tief in das Land reichen. 200 Jahre tief. Ja, Onkel, ich wollte dich überraschen. Diego, wie viele der Soldaten deines Onkels kommen vom Land? 80%, Papa. Korrekt. Und jetzt hat er einen Märtyrer gemacht aus dem berühmtesten Montero. Mal sehen, wie viele von seinen Soldaten jetzt noch das Paradies wieder aufbauen wollen. Por favor. Das war Diegos letzter Vogel. Lauf. Was? Lauf. Buen tiro. Okay, cool. So, da geht's wieder besser, hoffe ich. Oh, hallo. Erhöhte Militärpräsenz, na toll. Ganz klar werden verstärkt FND-Einheiten. Na toll. Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Du und Camila hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Gracias. Vater Pietro aus Verdera hat sich gemeldet. Er hat die Machete von Papa. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Papa ist meinetwegen tot und ich kann noch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Dani. Bitte geh zu ihm. Gracias, Dani. Gracias. Wenigstens das sollten wir für ihn tun. Wow. So, dann machen wir die Map auf. Hauen uns mal wieder darüber. Und holen die Machete ab. Und dann gucken wir mal, welche anderen Aufträge wir auch noch haben. Sind da noch ein paar übergeblieben? Clara, wir sind direkt in eine Falle getappt. Carlos ist tot und seinem Sohn Alejandro geht's ziemlich dreckig. Dani, du darfst diese Familie nicht zerbrechen lassen. Wir brauchen die Monteros nicht nur, um José dran zu kriegen. Wir brauchen sie, um Esperanza einzunehmen und seinen Onkel Anton zu stürzen. Sieh, Clara. Ich krieg das hin. Okay, den fertig mit labern, dann kann ich ja jetzt weitergehen. Ich wollte das nicht unterbrechen mit der nächsten Cutscene oder sonst was. Uns heute. Hi. Kann ich dir helfen? Unsere Schuld? Ja, kannst du. Sind Sie Padre Pietro? Si. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Lang ist's her. Es tut mir leid. Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. Ich markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Das ganze Chaos tut mir sehr leid. Okay. Vater, unser Himmel. So. Bei der Auswahl an Mann, was er nicht, was man so findet. Ja, hey, für den richtigen Preis. Ne, ich will nichts. Ich will aber die Kiste haben. Was da? Ist das so weit weg? Das wäre jetzt hier direkt in der Nähe. Okay, machen wir Schnellreise dahin. Wow, ich habe echt gedacht, das wäre jetzt hier vorne irgendwo eine Kneipe direkt neben der Kirche, ein, zwei Straßen weiter oder so. Nö, einfach mal ganz vorne. Guerriera, komm her! Ja, was gibt's? Gebola, offensichtlich will sich die Künstlerin Senya Sayas mit dir treffen. Du hast dir hier echt einen Namen gemacht. Danke dir. Erstmal gucken, ob wir jetzt unsere Supremo wirklich verbessern können. Das Ding finde ich schon ziemlich nice.
Oh, warte mal, was haben wir denn da? Wurfmesser können wir abschießen. Wieso haben wir zu viel freigeschaltet? Krass. Hin. Wurfaxt, C4. Okay. Gesundheitsinjection. Ein Gerät für schnelle Heilung. Okay, dann heile ich mich selbst oder was? Wurfmesser, Rauchgranaten, Haftgranaten. MP-Haftgranaten. Annäherungsbomben. Annäherungsbombe EMP. Annäherungsbombe Feuer. Ich würde schon eher das Feuer nehmen, weil das immer effektiv ist. Annäherungsbombe an der Haft. Ein haftender Sprengsatz mit Annäherungsauslöser. Moment, ich möchte statt Hilfsmittel. Was habe ich denn bei Mods auch freigeschaltet? Ja. Schub, deine Bewegungsgeschwindigkeit wird leicht erhöht. Atempause, deine Ausdauer regeneriert sich schneller, brauchen wir eigentlich gar nicht. Mittlere Tasche für Seitenwaffenmunition. Du kannst mehr Waffen, Seitenwaffenmunition bei dir tragen. Hm. Tarnmaterial, du bewegst dich leiser. Sprengtasche, du kannst mehr Granaten, Dynamit und Rohrbomben tragen. Brandstiftertasche, du kannst mehr Wolltoff-Cocktail, Annäherungsbomben, Feuer, okay. Tasche für Gewehrmunition. Taktische Waffe, Schrot. Du kannst mehr Maschinenpistolenmunition tragen, aha. Leichter Giftschutz. Comeback Supreme. Oh, da brauche ich wieder einen Kleber für. Die Gesundheitsregeneration setzt früher nach erlittenen Schaden ein. Das ist eigentlich ganz geil. Das Regeneration wird leicht verbessert. Du erleidest weniger Schaden, wenn du abstürzt. Na toll. Aber warum gehört das jetzt an die Waffe, diese Mods? Verstehe ich nicht. Ne, warte mal, hä? Achso, hier ist so eine Gesamtmod und hier habe ich jetzt... Oh Gott, ich brauche mehr von diesem Klebeband und so einem Kram. Kann man das irgendwo auch kaufen? So, statt Mollys möchte ich gerne. Da brauche ich auch den Kleber für. Hm. Okay, das können wir nicht haben, weil uns noch was fehlt. Industrieller Werkstoff. Das ist okay, wir können es also durchtauschen. Was haben wir sonst? Primärwaffe. Nichts, nichts. Schrotflinte. Nett. Improwaffen. Disco Locus. Hm. Ich glaube, das ist eine Vorbestellerwaffe gewesen. Die macht ein bisschen Musik, aber ich weiß nicht, ob ich das bei YouTube darf. Aber was kann die denn die? Die Scheiben richten Standardwaffenschaden an. Scheiben verursachen bei Körpertreffen höheren Schaden. Aha. Ich zersplitter beim Schießen auf die Hüfte. Verringert die nötige Zeit für einen Schuss aus der Hüfte. Aha. Verschießt CDs, die beim Aufprall zersplittern können. Verschießt CDs, die bei mehreren Treffern Teilstücke splittern. Aha. Und hier können wir die Musik erinnern. Audio-Modus. Musikwiedergabe ausgeschaltet. Machen wir das mal aus. Ja, dann nehmen wir das Ding doch einfach mal mit. Warum nicht? Aussehen. Naja, bleibt das mal so. Ausrüsten. So, jetzt haben wir Discs, die wir schießen können. Musik wieder aus für eine Mod verfügbar. In Werkbank eingerichtet. Ja gut, wir könnten Musik abspielen lassen. Aber ich glaube, nur Disc schießen ist schon cool genug. Ist ja wegen YouTube. So, Primärwaffe. Sekundärwaffe. Möchte ich mir dabei bleiben? Eigentlich könnten wir jetzt die Waffe da reinpacken. Ah gut. Alles mal Chorizo-Anhänger, schön. So, kann ich gar nicht ändern, okay. Ausrüsten. Als Drittwaffe haben wir eine Sniper. Ja, das ist die einzige, die wir haben können. Na toll. Okay. Alejandro, wie geht's dir? Gut, denke ich. Hast du die Machete? Noch nicht. Sie war nicht in der Kirche. Cojones, wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf.
Ich kümmere mich drum, mi hermano. Ja, wird schon. Danny. Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Im Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Naja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu vergeben, Jandro. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich von niemandem erwarten. Heimtückisch. Offizier, dein Rang wird dich nicht beschützen. Boah, was ist denn da alles los? So, schweben wir erstmal ein bisschen darüber. Gucken wir uns das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an. Können wir uns noch was schnappen? Ja, das sind alle. Okay. Kann ich den eigentlich ausschalten? Oh, nee. So. Haben wir noch nicht ausprobiert. Aber werden wir beim nächsten Mal vielleicht tun. Sonst haben wir noch unsere ganz normale Waffe. Vielleicht die tauschen sollen. Die auf 1 und die auf 2. Na, ist egal. Kommen wir mit dem Disc überhaupt irgendwas anrichten können gegen irgendwelche anderen Sachen. Du bist der Erste, der nachher stirbt. Von da aus nochmal runter gucken. Das wäre vielleicht sogar noch ein Vorteil. Ja, ich würde sagen, wir gehen darüber. Gucken mal, was wir von dem Ausguck da noch sehen und ob wir den dann Sniper direkt wegholen. Das wäre natürlich ideal. Und dann mähen wir den Rest nieder. Auf geht's!